Ja, hallo, Dario hier vom Bofa Fun. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind einfach ein lustiges Bastelteam und in den nächsten Wochen, weiß nicht, Monaten, werdet ihr hier auf mal unserem Kanal der einen Drift-Trike-Bau miterleben dürfen. Also lohnt es sich eventuell zu abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit den Grundsachen, die wir so haben. Heute jetzt erstmal ganz kurz. Hier seht ihr das BMX-Rad, aus dem werden wir das dann bauen. Grundlegend dafür ist natürlich, dass ihr ein funktionierendes nicht Hinterrad, sondern ein funktionierendes Vorderrad habt. Das ist ja das Wichtigste. Ich habe das auch schon mal ein bisschen lackiert, also hier wunderschön. Außen schwarz, innen rot. Das geht wunderbar mit Chromlack und Transparentlack später. Ja, ich muss mal kurz halten. So, den Sattel habe ich jetzt erstmal so drauf gemacht, um zu gucken, dass das läuft. Und wichtig ist, dass die Bremsen funktionieren. Also die Vorderbremse, das empfiehlt sich. Hier müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Das hier hält nicht so. BMX habe ich vom Kumpel bekommen für nichts und ja, die sollte man eigentlich auf irgendwelchen Schrottplätzen kriegen. Unwichtig hierbei ist dann die Pedale, Kette, Hinterrad und Sitz und Sitzstange. Die sind für uns unwichtig und die Hinterbremse brauchen wir auch nicht. Notfalls baut man die Hinterbremse einfach vorne dran. Und halt, dass diese Drehdurchführung funktioniert. Hier das BMX kann ja diese Bremsdrehdurchführung, die ist ja ganz praktisch. So, wir werden dann sehr wahrscheinlich diese Stange hier rauf machen, diese Stange und diese Stange. Und werden diese untere hier verstärken. Dieses Lager nehmen wir raus. Das Rad natürlich auch. Und hier kommt dann später die Achse dran. Der ganze Sitz, ja, fällt somit auch weg, also kommt dieses Rohr auch weg. So, Lenker kann bleiben, den werden wir dann aber noch ein bisschen umlackieren, damit das Ganze gut aussieht. Und naja, generell den ganzen Rahmen werden wir soweit einfärben in einer anderen Farbe. Hier hinten habe ich einfach nur schwarz nochmal drüber gemacht, mattschwarz. Und hier sieht man nochmal das Schöne. So, hier haben wir dann nochmal ein paar Stangen. Hier eine Edelstahlstange. Die werden wir wahrscheinlich hier zur Verstärkung hier benutzen. So ein V-förmiges, dass es dann hier hin und dahin geht. Und dann kommt dieses Runde hier als Achse und so rüber. Und jo. Danke fürs Gucken und am besten abonnieren, dann könnt ihr weiterhin das Bautagebuch miterleben. Vielen Dank und viel Spaß.